Hallo und willkommen bei Arc Inside, dem Kanal für Architektur und Stadtgeschichte. In diesem Video besuchen wir die Kirche Santa Maria Novella. Dabei stoßen wir auf so bekannte Namen wie Alberti, Masaccio, Ghirlandaio und Filippino Lippi. Ein Höhepunkt unserer Besichtigung sind hier auch die Kreuzgänge und die spanische Kapelle. Zunächst ein paar Bemerkungen zur Außenansicht. An der Stelle der heutigen Kirche stand bereits im 11. Jahrhundert ein Andachtsraum. 1246 begannen dann die Dominikaner einen Neubau mit der Chorpartie und dem Querschiff. 35 Jahre später wurde schließlich das Langhaus angefangen. Der Architekturstil der Fassade ist nicht einheitlich. Der untere Teil wurde in gotischer Zeit errichtet, um etwa 1350. Er zeigt schmale Portale mit gotischem Tympanon, an die sich Nischenwandgräber mit Spitzbogen anschließen. Die weiß-grüne Marmorverkleidung orientiert sich dabei am Baptisterium. Auch das Rundfenster stammte aus dieser Zeit. 1458 erhielt der Architekt Leone Battista Alberti vom Florentiner Kaufmann Giovanni Ruccellai den Auftrag zur Fertigstellung. Die schwierige Aufgabe bestand nun darin, die vorgegebenen Fassadenteile in eine neuartige Fassade nach der Art einer Tempelfront zu integrieren. Zunächst gliederte Alberti die gleichmäßig durchlaufende Marmorverkleidung des Untergeschosses durch vier Halbsäulen und verstärkte die Kanten mit abschließenden Eckpilastern. Im mittleren Teil setzte er das Gebälk auf, das die Horizontale betont. Darüber kam eine Art stilisierter Tempel, dann die Voluten. Die Voluten haben die Funktion, den breiten Unterbau mit dem steil aufragenden Tempel zu verbinden. Sie leiten sich aus den alten gotischen Strebepfeilern ab. Durch die strenge und zugleich dekorative Geometrie bildeten sie eine neue Form in der Architektur der Renaissance. Voluten in Kombination mit einem Tempelgiebel wurden in unzähligen Kirchenfassaden der Hochrenaissance und des Barock wiederholt. Die erste Barockkirche der Geschichte, Il Gesù in Rom, ist eines der bekanntesten Beispiele, oder auch Santa Maria della Salute in Venedig. Die beiden Obelisken auf der Piazza wurden anlässlich der Hochzeit von Cosimo II. Mit Margarete von Österreich aufgestellt. Die Bronzeschildkröten, auf denen die Obelisken stehen, stammen wahrscheinlich von Giambologna. Rund um die Obelisken fand früher am Fest des Johannes des Täufers, dem 24. Juni, ein traditionelles Wagenrennen statt. Im Hintergrund sieht man auch den Glockenturm der Kirche. Die Innenräume. Wohl kaum ein Besucher wird sich dem überwältigenden Eindruck des Innenraums entziehen können. Immerhin ist das Mittelschiff fast 100 Meter lang. Santa Maria Novella gehört zur Gruppe der Bettelordenskirchen, wie zum Beispiel auch Santa Croce, die von den Franziskanern erbaut wurde. Doch hat man hier statt dem charakteristischen offenen Dachstuhl ein Gewölbe errichtet. Obwohl man überall gotische Stilelemente erkennt, Spitzbögen, Kreuzrippengewölbe, ist der Raumeindruck gänzlich anders als in den Kirchen der französischen Gotik. Die drei Schiffe sind wenig voneinander abgesondert. Hoch und weit öffnen sich die Arkaden des Mittelschiffs zu den Seitenschiffen, sodass der Blick fast ungehindert auf die Wandflächen der Außenwände fällt. Eine Besonderheit der toskanischen und umbrischen Architektur ist die Gestaltung von Bögen und ganzen Wänden mit wechselnden Farbschichtungen. Hier sind lediglich die Bögen und Rippen in dieser Weise farblich hervorgehoben. Im Dom von Siena oder im Baptisterium sind es ganze Wände. Die ungewöhnlichen Stufen im Langhaus markieren die Stelle der einstigen Chorschranke, also einer Trennwand, die den für Laien zugänglichen Teil vom Altarraum trennt. Dieser war den Klerikern und den liturgischen Handlungen vorbehalten. Sie wurden beim Umbau der Kirche durch Giorgio Vasari Mitte des 16. Jahrhunderts entfernt.
Auch sind hier weit weniger der ursprünglichen Freskenbilder erhalten geblieben als in Santa Croce. Vasari hat auch hier ganze Arbeit geleistet und die Wände übertünchen lassen. Erhalten blieben jedoch bedeutende Fresken von Meistern der Frührenaissance, von Masaccio, Ghirlandaio und Filippino Lippi. Wir beginnen unseren Rundgang beim Hauptportal. In die Lünette des Hauptportals versetzte man von anderer Stelle ein vom jungen Botticelli stammendes Fresko der Geburt Jesu. Dieses bildete ursprünglich den Überbau des Altarbildes von der Anbetung der drei Könige, das heute in den Uffizien hängt. Wir widmen uns dem Bild ausführlich in unserem Video zum Museum. Wenden wir uns nun dem berühmten Fresko von Masaccio zu. Das Bild der Trinität gilt als bahnbrechend für die europäische Kunst, da erstmals in der Malerei ein Künstler die Gesetze der Perspektive korrekt angewandt hatte. Masaccio hatte die Darstellung der Perspektive zuvor von Brunelleschi erlernt. Dieser hatte mit der Entdeckung der mathematischen Regeln zur Konstruktion der Perspektive die wissenschaftliche Grundlage dafür bereitgestellt. Bei der Zentralperspektive gibt es einen Fluchtpunkt. Sämtliche Linien, die in die Tiefe des Raumes gehen, laufen auf diesen Punkt zu. Der Fluchtpunkt befindet sich dabei genau auf der Horizontlinie. Masaccio legte also zunächst die groben Umrisse und Konturen des Freskos mit einer Vorzeichnung auf dem Rohputz fest. Im gewählten Fluchtpunkt der Perspektive, dieser befindet sich auf Augenhöhe eines stehenden erwachsenen Menschen, in der Mitte der obersten Stufe, schlug er einen Nagel ein und befestigte Schnüre daran, die er in die gewünschte Perspektivrichtung spannte. Die so entstehenden Linien drückte er in den jeweils aufgetragenen frischen Kalkputz bzw. ritzte sie mit einem Griffel nach. Diese Spuren sind bis heute im Fresko zu erkennen. Erst dann konnte er mit der eigentlichen Bemalung beginnen. Wie bei den meisten Freskoarbeiten war das gesamte Bild nicht an einem Tag zu schaffen. Er arbeitete es in sogenannten Tagwerken ab. Die Freskotechnik verlangt, eben weil die Farbe nur auf den feuchten Putz aufgetragen werden kann, exakte Vorplanung. Für das gesamte Fresko benötigte er etwa einen Monat. Masaccio wählte als Hintergrund ein kassettiertes Tonnengewölbe, das von vier Säulen mit ionischen Kapitellen getragen wird. Die äußere Umrahmung des Freskos stellen zwei gewaltige Pilaster mit Kompositkapitellen dar, die einen detailliert gearbeiteten Architrav tragen. Man hat den Eindruck eines antiken römischen Triumphbogens, was als Hinweis auf den Triumph Christi über den Tod gesehen wird. Die obere Hälfte des Freskos enthält zunächst eine Darstellung der Dreifaltigkeit. Christus ist als Gekreuzigter dargestellt, hinter ihm hält Gott das Kreuz. Masaccio stellt ihn in Untersicht, freischwebend im Raum dar, eine damals gewagte Darstellung. Oberhalb des Hauptes des Gekreuzigten schwebt die Taube, das Symbol für den Heiligen Geist. Der Szene wohnt auf der linken Seite Maria bei. Sie ist die einzige Person auf dem Bild, die eine Bewegung vollführt. Ihre rechte Hand deutet auf den Sohn, während ihr Blick aus dem Bild, aber nicht unmittelbar auf den Betrachter gerichtet ist. Dies wird als Hinweis auf die Verbindung von göttlicher und menschlicher Welt gesehen. Auf der rechten Seite ist der Evangelist Johannes abgebildet. Eine Stufe tiefer knien die Stifterfiguren, ein etwa 50 Jahre alter Mann in einem roten Mantel und eine Frau mit einer schwarzen Haube und einem blauen Gewand. Sie schauen sich direkt an. Es sind Domenico Lanzi und seine Gemahlin. Sie wurden bewusst vom sakralen Raum getrennt dargestellt. Alle Figuren sind realistisch gemalt, da Masaccio detaillierte anatomische Kenntnisse hatte. Als weitere bemerkenswerte Neuerung werden alle Figuren, sowohl die Stifter als auch die handelnden heiligen Figuren, im gleichen Maßstab dargestellt und nicht, wie noch in der Gotik, in der Größe nach ihrer geistlichen Bedeutung abgestuft. Der untere Teil enthält die Darstellung eines Skeletts auf einem Sarkophag. Es handelt sich um Adams Skelett auf dem Kreuzigungsberg Golgatha.
Letztlich dreht sich der gesamte Bildinhalt um die Umsetzung des Golgatha-Ereignisses in Jerusalem. Nach der biblischen Überlieferung befand sich ja auf dem Hügel Golgatha die Hinrichtungsstätte Jesu. Er wird auch Schädelberg genannt. Dort soll der Schädel Adams begraben sein. Daher der Hinweis des Skeletts. In der Nähe des Golgatha-Hügels befand sich auch das Grab Jesu. Darüber wurde eine Basilika, später die heutige Grabeskirche, errichtet. Die Golgatha-Kapelle bildet einen Teil der Grabeskirche. Hier befindet sich ein Stück des Golgatha-Hügels unter Glas. Gläubige können so die ehemalige Hinrichtungsstätte gewissermaßen betreten. Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt nun der Hauptchorkapelle. Sie ist nach ihrem Finanzier, dem Medici-Bankier Giovanni Tornabuoni, benannt. Die Fresken wurden von Domenico Ghirlandaio Ende des 15. Jahrhunderts gestaltet. Für diesen Großauftrag, sie bedecken immerhin eine Fläche von 400 Quadratmeter, standen Ghirlandaio, sein Bruder Davide und sein Schwager Sebastiane Mainardi als Mitarbeiter zur Verfügung. Zu den mithelfenden Schülern zählte auch der junge Michelangelo, ohne dass man ihm jedoch mit Sicherheit einzelne Partien zuweisen könnte. Er ist einer der am besten erhaltenen Freskenzyklen dieser Zeit in Florenz. In großformatigen Bildfeldern sind die Lebenswege von Maria und Johannes dem Täufer visuell nachzuvollziehen. Mit der Darstellung von zeitgenössischen Architektur- und Interieurelementen und insbesondere mit den zeitgenössischen Figuren, die die biblischen Szenen bevölkern, versetzt Ghirlandaio die heiligen Legenden ins frühneuzeitliche Florenz. Es ist eine typische Erscheinung dieser Zeit, das eigentliche religiöse Bildthema in den Hintergrund treten zu lassen, um wichtigen Zeitgenossen eine Präsentationsfläche zu bieten. Die Motive der Freskengestaltung wurden zuvor in einem bis heute erhaltenen Vertrag zwischen dem Stifter und den Malern festgehalten. Darin wurde beschlossen, dass die Ghirlandaio-Brüder dem Auftraggeber im Vorfeld eine Entwurfszeichnung von jedem Fresko vorlegen mussten. Gemalt werden sollten neben den religiösen Motiven ausdrücklich Gebäude, Landschaften und Bewohner nach dem Wunsch Tornabuonis. Damit wird Ghirlandaio zum Geschichtenerzähler über seine Zeitgenossen. Wenngleich die Kirche im 16. Jahrhundert durch Vasari entscheidend umgestaltet wurde, die Wände der Hauptchorkapelle jedoch sind im Original erhalten, inklusive der dekorierten Glasfenster, der Chorbänke und der Holzverkleidung. Der Hochaltar Ghirlandaios gelangte in seinem Hauptbestandteil in die alte Pinakothek in München. Der heutige Altar ist ein Werk aus dem 19. Jahrhundert. Die linke Wand sowie zwei Felder der Stirnwand, hier die grünen Farbfelder, zeigen Szenen aus dem Leben Marias, der die Kirche geweiht ist. Ihr wollen wir uns zunächst widmen. Die Folge beginnt im unteren linken Feld. Dargestellt ist, wie Joachim aus dem Tempel gewiesen wird. Joachim und Anna werden uns in der Bibel als die Eltern Marias geschildert. Joachim wird als reicher und frommer Mann beschrieben, der regelmäßig den Armen und dem Tempel spendete. Da seine Frau jedoch unfruchtbar war, wies der Priester im Tempel Joachim und seine Opfer zurück. Die Kinderlosigkeit seiner Frau wurde als Zeichen göttlicher Missgunst gedeutet. Joachim zog sich daraufhin in die Wüste zurück, wo er 40 Tage lang fastete. Im Traum erschien ihm dann ein Engel, der ihm verkündete, dass seine Frau nun doch eine Tochter zur Welt bringen würde, die Maria heißen solle. Im Hintergrund sind mehrere Personen mit Lämmern oder anderen Tieren auf dem Arm auf dem Weg zu einer Opferung, während Joachim im Vordergrund vom Priester abgewiesen wird. Ghirlandaio inszenierte eine imposante Loggia. Die Architektur nimmt einen großen Teil der Szene ein. Im Hintergrund ist Brunelleschis Findelhaus bzw. dessen Nachbildung auf der Piazza Santa Maria Novella angedeutet. Das Haus gilt ja als erstes Renaissance-Gebäude überhaupt. Die dargestellten Personengruppen unterscheiden sich auffällig in ihrer Kleidung. Die beiden biblischen Gestalten in der Mitte erscheinen traditionell.
Die Gruppe links vorne ist zeitgenössisch gekleidet. Die dem Betrachter zugewandte Person ist Lorenzo Tornamboni, der Sohn des Auftraggebers. Links daneben Piero di Lorenzo de Medici, sein Cousin und Freund. Einer der beiden jungen Männer dahinter ist Alessandro Nasi, der mit Ludovica Tornamboni verlobt ist. Ludovica erscheint auch auf dem nächsten Bild. In der rechten Gruppe haben sich der Maler und seine Mitarbeiter selbst porträtiert. Zweiter von rechts und dem Betrachter zugewandt ist Domenico Ghirlandaio. Sein Bruder Davide steht links daneben in Rückenansicht. Sein Schwager Sebastiano Mainardi steht ganz rechts. Der ältere Herr dazwischen ist vermutlich sein Lehrer Alessio Baldovinetti. Auf dem nächsten Bild geht die Geschichte weiter. Joachim eilt nun nach Jerusalem zurück zu seiner Frau. Auch sie hatte eine Erscheinung des Engels. Überglücklich teilen sie sich die frohe Nachricht mit. Und nun kommt Maria zur Welt. In Jerusalem, in der Nähe des Bethesda-Teiches, wurde im 12. Jahrhundert die St. Anna-Kirche errichtet. Hier verehren die Christen noch heute den Ort der Geburt Marias, denn an der Stelle wurde das Elternhaus vermutet. Die Geburtsszene auf dem Bild spielt in einem Florentiner Renaissance-Palast. Das Bad für die neugeborene Maria wird vorbereitet. Anna hat sich im Bett aufgerichtet, vornehme Frauen kommen zu Besuch. Die junge Frau im Goldbrokatkleid, im Profil als Schwangere dargestellt, die linke Frauengruppe anführt, ist vermutlich Ludovica Tornamboni, die 16-jährig im Kindbett verstorbene Tochter des Auftraggebers. Das sich umarmende Paar auf der Treppe stellt Marias Eltern Joachim und Anna dar. Nach 3 Jahren bringen die Eltern Maria in den Tempel. Hier soll sie bis zur Heirat erzogen werden. Die junge Maria, die ein Buch in den Händen hält, steigt hier die Treppe des Tempels hinauf und geht auf die Arme des Priesters zu, schaut aber zum Betrachter. Am Fuß der Treppe stehen Anna und Joachim, die jetzt einen Heiligenschein tragen und auf ihre Tochter Maria zeigen. Es wird berichtet, dass viele Bewerber aus dem ganzen Land um die Hand Marias anhalten wollten. Am Ende fiel die Wahl auf Josef den Zimmermann. Beide lebten nach der Hochzeit in Nazareth. In der Mitte des Bildes besiegelt der Tempelpriester, derselbe wie auf dem Bild zuvor, die Ehe zwischen Josef und Maria, indem er Maria den Ring ansteckt. Der verärgerte Mann rechts neben Josef ist wohl bei der Wahl des zukünftigen Bräutigams zurückgewiesen worden. Der Erzengel Gabriel erscheint Maria in Nazareth und verkündet ihr, dass sie einen Jungen bekommen werde, ohne mit einem Mann zusammen gewesen zu sein. Er sei der Sohn Gottes. Nach der Verkündigung zog Maria hinauf ins Bergland von Judäa, um ihre Cousine Elisabeth zu besuchen. Einige Monate blieben die Frauen zusammen. Ein Gesetz befahl Maria und Josef schließlich, nach Bethlehem zu ziehen, um sich dort registrieren zu lassen. In Bethlehem brachte Maria schließlich ihren Sohn zur Welt, dem sie den Namen Jesus gab. Die Geburtskirche in Bethlehem ist einer der wichtigsten Glaubensorte der Christen. An der Stelle, an der sich der Stern befindet, soll Jesus geboren worden sein. Der zerbrochene Triumphbogen auf dem Bild ist ein typisches Element, das den Untergang des Heidentums symbolisiert, aus dem die christliche Religion hervorging. In der Mitte sind Maria und das Kind, links sind 2 und rechts der 3. König dargestellt. In der Prozession auf dem rechten Hügel taucht eine Giraffe auf. Es handelt sich um eine Anspielung auf die berühmte Medici-Giraffe, die Lorenzo de Medici geschenkt bekommen hatte und die damals das lebhafte Interesse der Florentiner Bevölkerung weckte. Maria hatte nach der Geburt eine unruhige Zeit vor sich. Sie musste nach Ägypten fliehen, um ihren neugeborenen Sohn vor der Verfolgung durch Herodes zu bewahren. Dieser hatte befohlen, alle neugeborenen Jungen zu töten, um nicht einen Konkurrenten auf dem Thron fürchten zu müssen, sprachen doch die Menschen von Jesus als dem künftigen König der Juden. Im Vordergrund kämpfen 2 Mütter um die Rettung ihrer Kinder. Die eine links flieht vor einem berittenen Soldaten, der ihr Kind mit einem Dolch bedroht
und stolpert dabei über einen grotesk abgetrennten Säuglingskopf. Die andere rechts packt einen Soldaten an den Haaren, der den gerade entführten Sohn der Frau festhält. Auf dem Boden liegen bereits viele Leichen von Kindern, die noch in Windeln gewickelt sind, schrecklich verstümmelt. Kleine Arme, Köpfe und Körper liegen in Blutlachen auf dem Boden. Auch im Hintergrund wird das Thema aufgenommen. Der mächtige Triumphbogen ist ebenfalls mit Reliefs militärischer Szenen verkleidet. An seinen Seiten einige Figuren, die die Szene des Massakers beobachten. Die Kunstkritik bewertet die Darstellung des Massakers allerdings auch als eine Szene, die Ghirlandaios Grenzen im Umgang mit dramatischen Momenten aufzeigt. Trotz der komplexen Komposition und der gewalttätigen Akzente der Episode, die wahrscheinlich von Schlachten auf römischen Reliefs inspiriert wurde, gelänge es ihm doch nicht, eine kämpfende Menschengruppe in extremen Bewegungen überzeugend darzustellen. Nach 2 Jahren auf der Flucht kehrte die Familie in ihre alte Heimatstadt Nazareth zurück. Maria verfolgte nun die weiteren Stationen im Leben ihres Sohnes bis zur Kreuzigung. Danach zog sie schließlich nach Ephesus in Kleinasien. Hier lebte sie bis zu ihrem Tod. Auf dem Bild werden nun Tod und Himmelfahrt von Maria dargestellt. Die malerische Qualität der Szene ist im Vergleich zu den anderen Gemälden eher skizzenhaft. Da sie sich hoch oben befindet, hat Ghirlandaio die Ausführung wahrscheinlich weitgehend den Arbeitern der Werkstatt überlassen. Der Körper der betagten Jungfrau liegt auf einem Bett in einer Wiese, umgeben von verschiedenen Heiligen, die in weite Umhänge gekleidet sind. Diese Figuren, Apostel und Kirchenväter, küssen Maria aus Ehrerbietung die Hände und Füße. Ein Heiliger hält eine Palme, ein Symbol der Auferstehung. Oben, jenseits einer toskanischen Hügellandschaft mit Burgen, befestigten Dörfern und der Villa Medici in Fiesole rechts, erscheint Maria erneut, jung und schön. Über ihr empfängt Gott sie mit offenen Armen. Die Mariengeschichten enden in der Lünette der Mittelwand mit der Krönung Marias zur Himmelskönigin. Wenden wir uns nun auf der rechten Seite den Fresken mit Szenen aus dem Leben Johannes des Täufers zu. Johannes der Täufer ist ja auch der Stadtpatron von Florenz. Die Geschichte beginnt mit der Verkündigung eines Engels an Zacharias, dass ihm ein Sohn geboren werde. Elisabeth und Zacharias waren die Eltern von Johannes. Er wurde der Überlieferung nach ein halbes Jahr vor Jesus geboren. Der 24. Juni wird als sein Geburtstag gefeiert. Doch Zacharias war schon alt, die Ehe bisher kinderlos geblieben. Daher opferte er im Tempel und erhielt durch den Erzengel Gabriel die Botschaft, dass ihm eben nun ein Sohn geboren werde. Zacharias zweifelte jedoch und bat um ein Zeichen. Daraufhin ließ ihn der Engel verstummen. Elisabeth wurde nun tatsächlich schwanger. Nach der Geburt des Johannes konnte Zacharias dann auch wieder sprechen. Die Verkündigung ist das zentrale Bildmotiv. Die restlichen Personen haben keinen religiösen Hintergrund, sondern sind Florentiner Patrizier, die alle entweder der Familie Tornabuoni angehören oder mit ihnen befreundet sind. Die nächste Szene handelt von der schwangeren Maria, die sich auf den Weg gemacht hatte, um ihre Cousine Elisabeth zu besuchen und die Freude über die vorausgesagte Geburt mit ihr zu teilen. Elisabeth, selbst im 6. Monat mit Johannes dem Täufer schwanger, begrüßt sie freudig. Die Wand im Hintergrund und das antike Gebäude fügen sich nahtlos an die vorangegangene Szene von Zacharias im Tempel an. Daneben finden wir wieder Bauten, die an das zeitgenössische Florenz erinnern. Zum Beispiel an den Campanile von Santa Maria Novella und den Turm des Palazzo Vecchio. Auch die das Ereignis flankierenden Personen entstammen wieder der Florentiner Gesellschaft. So stellt die dritte Frau von rechts, Giovanna degli Albizzi, dar, die Gemahlin des Lorenzo Tornabuoni. Rechts daneben folgt der Dianora Tornabuoni, die Braut von Piero Soderini, einem Florentiner Staatsmann. Die Szene erinnert sehr an die Geburt der Maria an der Wand gegenüber. Hier ist der Raum allerdings etwas weniger prunkvoll,
Es geht häuslicher zu. Elisabeth liegt in majestätischer Ruhe auf dem Hochbett, ein Buch in der linken Hand. Es kommen einige Nachbarinnen zu Besuch. Die Amme säugt das Kind. Die erste Besucherin ist prächtig gekleidet und blickt dem Betrachter entgegen. Es handelt sich wahrscheinlich wieder um ein Mitglied der Familie Tornabuoni. Von den beiden Frauen, die ihr folgen, könnte die ältere Lucrezia Tornabuoni darstellen, der Mutter von Lorenzo dem Prächtigen aus dem Hause Medici, die zum Zeitpunkt der Entstehung der Fresken bereits verstorben war, deren Andenken aber in ihrem Bruder, dem Auftraggeber, weiterlebte. Schließlich betritt eine anmutige Frau die Szene, die einen Korb mit Früchten auf dem Kopf und einen Krug mit Wasser trägt. Das typische Geschenk für eine Wöchnerin. Das flatternde Seidenkleid, das durch den schnellen Eintritt in die Szene bewegt wird, kommt in der florentinischen Kunst dieser Zeit immer wieder vor, zum Beispiel bei den Figuren auf Botticellis Frühling. Zacharias war ja bei der Geburt seines Sohnes noch stumm. Als nun Elisabeth nach dem Namen ihres Sohnes gefragt wurde, wusste sie aus der Verkündigung, dass der Junge entgegen der Familientradition Johannes heißen sollte. Den gleichen Namen hatte auch Zacharias auf ein Papier geschrieben. Da erhielt er seine Sprache zurück. Genau im Mittelpunkt der Komposition ist das Kind. Zacharias und Elisabeth sind symmetrisch dazu angeordnet. Die Ältesten hinter Zacharias beugen sich, um den Namen zu lesen. Die Bibel berichtet uns, dass Johannes als junger Mann in die Wüste ging. Er lebte dort als Asket, trug ein Gewand aus Kamelhaar und aß Heuschrecken und wilden Honig. Erstmals um das Jahr 28 trat er öffentlich als Prediger auf. Das Bild zeigt uns Johannes, wie er am Jordan das Kommen des von den Juden ersehnten Messias verkündet. Dabei wurde er von König Herodes bespitzelt und von jüdischen Gelehrten, den Pharisäern, zur Rede gestellt, ob er der Messias sei. Vom Weg oben links erscheint Jesus und hört zu. Johannes tauft hier nun Jesus im Jordan. Dies geschah wahrscheinlich an der heute Kasio El Yachut genannten Stelle nahe des Toten Meeres. Johannes erkannte die besondere Stellung Jesu. Bei der Taufe wurde dann seine Göttlichkeit zum ersten Mal öffentlich gemacht. Die nackten Figuren wurden dem jungen Michelangelo zugeschrieben, da es eine Zeichnung dazu in seinem Nachlass gibt. Die Szene des Festmahls des Herodes in der Lünette schließt den Zyklus der Täufergeschichten ab. König Herodes hatte Johannes ins Gefängnis werfen lassen, weil dieser sich gegen die Heirat des Königs mit Herodias, der Frau seines Bruders, öffentlich ausgesprochen hatte. Die Frau drängte Herodes immer wieder, Johannes töten zu lassen. Herodes aber stimmte nicht zu, denn er wusste, wie beliebt Johannes beim Volk war. Eines Abends gab Herodes ein großes Fest zu seinem Geburtstag. Besonders begeistert war Herodes von Salome, der Tochter seiner Frau Herodias aus erster Ehe, die besonders aufreizend getanzt hatte. Herodes versprach ihr für den Tanz eine Belohnung. Die Mutter sah hier eine Chance, ihre Rache zu bekommen und drängte Salome, den Kopf von Johannes dem Täufer zu verlangen. König Herodes musste den Wunsch erfüllen und erteilte den Befehl, Johannes zu enthaupten. Anschließend wurde ihm dessen Kopf auf einer silbernen Schale gebracht. In der Mitte des Bildes steht der Tisch des Herodes, von links kommt ein Diener mit dem Kopf auf der Schale. Die Beteiligung der Figuren ist eher gering. Eine echte Dramatik gelingt Ghirlandaio wie schon beim Kindermord von Bethlehem nicht wirklich. An der Stirnwand finden sich neben den bereits besprochenen Bildern unten das Stifter-Ehepaar Giovanni Tornabuoni links und Francesca Pitti rechts. Oben sind zwei Szenen aus der Geschichte des Dominikanerordens. Links die Verbrennung von Ketzerschriften durch den heiligen Dominikus, rechts der Tod des heiligen Petrus Martyr. In den Gewölbefeldern sind die vier Evangelisten mit ihren jeweiligen Attributen dargestellt. Dabei versinnbildlicht ein Mensch Matthäus, ein Löwe Markus, ein Stier Lukas und ein Adler Johannes.
schauen wir noch in der Gondi-Kapelle vorbei. Die Kapelle wurde Anfang des 16. Jahrhunderts durch Giuliano da San Gallo mit einer Marmor- und Porphyrdekoration ausgestattet. Die architektonische Dekoration mit einem Altaraufbau in Form eines Triumphbogens, den Sarkophagen an den Seitenwänden als Sitzbänke und den Säulen, dem Gebälk, diente womöglich Michelangelo als Anregung für die Grabkapelle der Medici in San Lorenzo. Das Holzkruzifix ist ein Werk von Brunelleschi. Es gilt als erste Christusdarstellung ohne Lendentuch. Werfen wir noch einen kurzen Blick in die Strozzi-Kapelle. Der aus seiner Verbannung nach Florenz zurückgekehrte Filippo Strozzi erwarb die Kapelle 1486 und beauftragte im folgenden Jahr Filippino Lippi, Sohn von Filippo Lippi, den wir im Video zu den Uffizien kennengelernt haben, mit der Freskenausmalung. Die rechte Seitenwand zeigt Begebenheiten aus dem Leben des Apostels Philippus. Auf seiner Missionsreise in Skythien wurde Philippus der Legende nach von den dortigen Machthabern gezwungen, deren Gott Mars zu opfern. Plötzlich kroch ein Drache aus einem Loch des Tempelbaus hervor und tötete den Sohn des verantwortlichen Priesters. Philippus tötete das Ungeheuer und erweckte den leblos in den Armen seines Vaters hängenden Sohn. Damit war wieder einmal bewiesen, dass der christliche Glaube der mächtigere war. Dennoch musste auch er den Märtyrertod sterben und wurde dazu ans Kreuz genagelt, wie uns das Lünettenfeld zeigt. An der gegenüberliegenden Wand sind Szenen aus dem Leben des Evangelisten Johannes dargestellt. Im Hauptbild erweckt Johannes seine Jüngerin Drusiana. Dies ist ein häufig gewähltes Motiv bei Johannes. Auch im Video zum Markusdom in Venedig kommen wir darauf zu sprechen. Als sich Johannes in Ephesus, in der heutigen Türkei, aufhielt, schrieb er an seinem Evangelium. Er kannte dort Drusiana, die ihm freundschaftlich verbunden war. Als er von einer Reise wieder nach Ephesus zurückkam, wurde ihm Drusiana auf einer Bahre entgegengetragen. Sie war kurz zuvor gestorben. Johannes ging hin und erweckte sie wieder zum Leben. Auch das Bild darüber beschäftigt sich mit Johannes. Im Gegensatz zu Philippus endet die Geschichte jedoch positiv. Nach dem Tod Jesu gründete Johannes mehrere christliche Gemeinden in der Gegend um Ephesus. Dort wurde er unter dem Christenverfolger Kaiser Domitian festgenommen und nach Rom abgeführt. Er wurde gefoltert und sollte in einem Kessel mit heißem Öl verbrannt werden. Johannes überlebte jedoch. Nachdem er das Zeichen des Kreuzes gemacht hatte, verbrannte er nicht, sondern nahm im Ölkessel ein wohltuendes Bad, das stärkte, anstatt zu töten. Interessanterweise gibt es bei ihm keinen Hinweis auf einen Märtyrertod, wie er bei allen anderen aus dem Kreis der 12 Jünger berichtet wird. Johannes soll noch bis in die Regierungszeit von Kaiser Trajan, er amtierte 98 bis 117 nach Christus, in Ephesus gelebt haben und auch dort begraben sein. In den Gewölbefeldern sind die Stammväter des israelitischen Volkes. Jakob, der sich über ein von Engeln gestütztes Buch beugt. Abraham mit dem Messer, mit dem Isaak geopfert wurde. Adam. Und schließlich Noah mit dem Füllhorn, der Taube und dem Olivenbaum. Es lohnt sich abschließend noch die Kreuzgänge zu besuchen. Wir beginnen im sogenannten Grünen Kreuzgang. Er erhielt seinen Namen von der dominierenden Farbe der Fresken. Diese wurden in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts vor allem von Paolo Uccello ausgeführt.
Themen sind die Schöpfungsgeschichte und die frühe Geschichte der Menschheit. Es beginnt mit der Erschaffung der Tiere, der Erschaffung Adams und Evas und dem Sündenfall im ersten Joch. Diese Freskenfelder malte Paolo Uccello noch ganz in der Tradition der Gotik. Die Fresken der beiden folgenden Joche sind von einem unbekannten Meister, der von Uccellos Stil beeinflusst wurde. Die Fresken des vierten Jochs stammen wiederum aus der Hand Uccellos, doch gehörten sie einer späteren Schaffensphase an. Uccello legte jetzt größten Wert auf perspektivische Raumkonstruktionen. Damit sich ein effektvoller Tiefenraum bildete, wurde in der Sintflut die Arche Noah zweimal dargestellt, hier in Form der Pyramide. Es ist das wohl bedeutendste Fresko des Kreuzgangs. Mit großer Dramatik malt Uccello die Sintflut mit den Ertrinkenden, das Unwetter, die Gewalt des Sturmes und der Blitze, die stürzenden Bäume und die Furcht der Menschen, ein ertrunkenes Kind und dessen von Wasser angeschwollenen Leib. In anderen Gestalten zeigt er den Ausdruck verschiedener menschlicher Regungen, wie etwa die Furchtlosigkeit von zwei Reitern, die miteinander kämpfen, ohne auf die Flut zu achten, und im Gegensatz dazu die höchste Todesangst einer Frau und eines Mannes, die, an den Rücken einer schon im Wasser versinkenden Büffelkuh geklammert, jede Hoffnung auf Rettung aufgeben. Die aufrechtstehende Gestalt Noahs trägt die Züge Cosimos des Älteren. Die Fresken der folgenden Joche stammen aus der Hand unbekannter Meister. Besuchen wir nun noch die spanische Kapelle. Es ist der Kapitelsaal des Klosters. Ein Kapitelsaal war ein Versammlungsort der Klosterbewohner, in dem aus der Ordensregel vorgelesen wurde, aber auch Angelegenheiten der Gemeinschaft besprochen wurden. Die Räume wurden von Eleonora von Toledo, der Gattin des Großherzogs Cosimo I., den spanischen Gefolgsleuten anlässlich ihrer Hochzeit überlassen, daher der Name. Das Bildprogramm wurde von theologisch geschulten Dominikanern entwickelt und zeigt, vereinfacht ausgedrückt, den Weg des Menschen zum Heil, wie ihn sich damals die Kirche vorstellte. Ausgeführt wurde es von Andrea da Firenze. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Darstellung der Hierarchien der Kirche und des Himmelspersonals, salopp ausgedrückt. Solch religiöse Kunst hatte vor dem Hintergrund der Pest von 1348 und der sich ausbreitenden pessimistischen Grundstimmung missionarische Funktion. Daher versteht sich die anschauliche Einfachheit des Dargestellten, denn die beabsichtigte missionarische Wirkung vertrug ja keine komplexe Verschlüsselung. Der Weg des Heils lässt sich etwa folgendermaßen zusammenfassen. Durch den Opfertod Christi, gegenüber dem Eingang, wird der Weg des Menschen zum Heil möglich. Er wird dabei durch die Kirche geleitet, vor allem auch durch den Dominikanerorden, dargestellt an der rechten Wand. Um ein Verständnis für den Opfertod und die übrigen Glaubensinhalte bemühen sich die Theologen, allen voran wiederum ein Dominikaner, Thomas von Aquin, dargestellt an der linken Wand. Beginnen wir nun mit der Kreuzigung, also dem Opfertod Christi. Dieses Ereignis wird ergänzt durch den Weg dorthin. Also die Kreuztragung. Und den Abstieg von Christus in die Vorhölle, um die dort Wartenden zu erlösen. Im Gewölbefeld darüber sieht man die Auferstehung Christi. An der linken Wand ist der überragende Thomas von Aquin dargestellt. Er ist umgeben von kirchlichen Personen und Ämtern und der Gliederung der damaligen weltlichen und geistlichen Wissenschaften, die zum Teil von bekannten Persönlichkeiten repräsentiert werden. Für die Rhetorik steht zum Beispiel Cicero, für die Dialektik Aristoteles und für die Geometrie Euklid. Über all dem thront Thomas von Aquin, der große Dominikanertheologe aus dem 13. Jahrhundert. Sein Werk bestand vor allem darin, Glauben und Vernunft miteinander zu verbinden. Er sah darin keinen Widerspruch. Er versuchte, die Philosophie der Antike mit dem christlichen Glauben zu versöhnen.
Darüber hinaus versuchte er, die Existenz Gottes zu beweisen. Vereinfacht gesagt stellte Thomas von Aquin dabei fest, dass die Welt mit ihren Lebensformen und Funktionen so perfekt sei, dass dahinter ein großer Plan stehen muss. Eben ein Plan Gottes. Gedanklich konsequent wird in dem Gewölbefeld darüber die Ausgießung des Heiligen Geistes gezeigt, das Pfingstwunder. Es besteht ja darin, dass die 12 Apostel vom Heiligen Geist, symbolisiert durch die Taube, erfüllt wurden. Plötzlich konnten sie in ihnen unbekannten Sprachen sprechen. Damit konnten sie nun in die Welt hinausgehen und den Menschen predigen. Damit ist Pfingsten das Geburtsfest der Kirche und der Beginn der Kirchengeschichte. Wir feiern das Pfingstfest 50 Tage nach Ostern. Die rechte Wandseite zeigt eine bildliche Darstellung der Kirche. Sie wird symbolisiert durch ein Modell des Florentiner Doms. Es ist aber weder der Bau, wie ihn Arnolfo di Cambio plante, noch die ausgeführte Kirche und dürfte somit die Vorstellung des Malers zur Vollendung des Doms zeigen. Hier wird der Weg zum Himmel mit Hilfe der Kirche gezeigt, der von unten nach oben führt. So sieht man in der unteren Zone links eine Versammlung von Würdenträgern, die den Papst in ihre Mitte nehmen. Zu dessen Rechten ein Dominikaner, zur Linken der Kaiser, damals gerade Karl IV. Ordensbrüder werden als Hunde dargestellt, die die Aufgabe haben, Gemeindemitglieder zu schützen. Die Dominikaner waren wörtlich Dominicanes, das heißt Hunde des Herrn, also eine Art Polizeitruppe des richtigen Glaubens. Sie sind in den Farben weiß und schwarz gehalten, den Farben des Ordens. Vorn rechts stehen Cimabue, Giotto, Boccaccio, Petrarca und Dante. Auf der rechten Seite treibt links der heilige Dominikus, der Ordensgründer, seine Hunde, also die Ordensbrüder, mit einem Stock an. Daneben Petrus Martyr, einem Ordensmitglied der ersten Stunde, der mit Ketzern diskutiert, während Thomas von Aquin Ungläubige mit einer seiner Schriften zu überzeugen versucht. Darüber sehen wir, wie der Heilsweg vom unbeschwerten, lasterhaften Leben mit Tanz und Musik über die Buße in das himmlische Paradies führt. Ein Dominikaner erteilt Absolution. Der heilige Dominikus leitet dann die hellgekleideten, reuigen Sünder zur Paradiespforte, wo sie Petrus empfängt. Von hier aus sehen sie über sich auf die Erscheinung Christi bei seiner Wiederkunft als den Weltenrichter. In der Gewölbeszene darüber ist die Kirche ein weiteres Mal versinnbildlicht. Diesmal als das sichere Schiff. Es ist die Szene dargestellt, in welcher Jesus über das Wasser geht. Seine Jünger verweilen im Schiff und sind darüber sehr beunruhigt. Petrus möchte Jesus retten und steigt aus dem Boot. Er ist erschrocken darüber, dass er nun ebenfalls über das Wasser gehen kann. Doch indem er daran zweifelt, geht er unter und Jesus zieht ihn dann aus dem Wasser. Damit sind wir am Ende unserer Führung durch Santa Maria Novella angelangt. Weitere Videos zu Florenz und anderen Städten findest du in der Infobox oder bei Arc Insight. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar und ein Abo unseres Kanals.